den hier bei der Rückung. Dann steht es einmal hinter der Wand da drüben, dass euch alle Zuschauer sehen können. So, Max! Wir sind hier zurück, ein bisschen entstehen. Hier den stehen wir natürlich auch nicht. So, meine Damen und Herren, es ist soweit. Deutsche Jugendmeisterschaften 2015 in der Leonhard-Sporthalle auf der Schanze in Heilbronn-Böckingen. Die erste Entscheidung ist gefallen, nämlich die im Mehrkampf der Altersklasse 13 und 14. Wir kommen zur Siegerehrung. Auf Platz 1 und damit deutscher Meister im Mehrkampf der Altersklasse 13 und 14 vom Sportclub Berlin mit 135,2
Die Jungs auf den Plätzen 4 bekommen ein Gastgeschenk, gesponsert durch die TG Böckingen. Und nicht untergehen sollte etwas, was nicht ganz unwichtig ist. Wir haben die Ehrung, oder die Plätze 1 bis 3 haben die Ehrung schon erhalten. Ich darf kurz zitieren, um was es geht. Der Turnclub Deutschland fördert das Nachwuchsturnen in Deutschland mit finanziellen Zuwendungen für Trainingslager, medizinische Behandlungen und so weiter. Außerdem werden für besondere sportliche Leistungen und Erfolge Prämien ausgezahlt. So auch hier für die jeweiligen Medaillengewinner des Mehrkampfs. Das ist vorher schon geschehen durch Herrn Andreas Götze, der für den Turnclub Deutschland diese Ehrung vorgenommen hat und er hat auch die entsprechenden Schecks verteilt. Liebe Zuschauer, wenn Ihnen das heute sehr gut gefallen hat, und davon gehe ich aus, und wenn Sie das Nachwuchsturnen in einer besonderen Weise unterstützen wollen, dann sollten Sie Mitglied in diesem Turnclub Deutschland werden. Im Internet gibt es die entscheidenden und wichtigen Informationen dazu. Und ich soll nicht vergessen, damit es nicht untergeht, damit der Trolley auch an den Mann kommt, dass der Trainer von Daniel sich meldet und ihn empfangen. Danke schön.